Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen, jetzt offiziell zum Digital Breakfast. Wir hatten ja schon ein bisschen Smalltalk und ja, ich freue mich ganz besonders, die Claudia gewinnen zu können. Wir haben ja schon ein Digital Breakfast auch zusammen gemacht. Ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen. Auf jeden Fall, das war so ein bisschen ein Impuls dafür, dass wir das jetzt weiterverfolgen. Und also ich bin schon sehr, sehr gespannt, was sie uns erzählen wird. Vielleicht nochmal als kleines Statement, als kleine Anmoderation von mir. Ihr müsst euch vorstellen, so war es, also es war zumindest meine Vorstellung, Konferenzdolmetscher, Konferenzdolmetscherin, ja, und Pandemie. Und also, es hat ja bestimmt oder hat ja jeder erlebt, wie Veranstaltungen abgesagt wurden. Und ich habe dann nur gedacht, boah, das ist natürlich eine harte Nuss, ja. Und da hat Claudia mich eines Besseren belehrt und hat auch, also ich war sehr überrascht, wie flexibel diese Branche reagiert hat. Und mehr möchte ich gar nicht sagen, Claudia. Das ist jetzt deine Bühne. Ich freue mich. Vielen Dank, Thomas. Super. Und vielen Dank auch für die Einführung schon mal. Dann teile ich gleich mal meinen Bildschirm, dass ihr auch die Präsentation sehen könnt. Genau. Also wie der Thomas schon gesagt hat, bin ich Konferenzdolmetscherin. Ich arbeite mit Deutsch und Englisch und ich vermittle aber auch Kolleginnen und Kollegen, die mit anderen Sprachkombinationen arbeiten. Claudia, ich Und sehe irgendwie so ein Sichern auf dem. Ah ja, ah genau, ja. alles klar. Jetzt ist gut. Okay, alles klar. Ich mache mal auch Bildschirmpräsentation. Ah, Moment, das geht jetzt nicht. Ah, natürlich. Jetzt. So, jetzt fangen wir an, offiziell. Genau, und mein Thema heute ist, was bringt die Internationalisierung mit sich? Also wir werden immer wieder von Firmen angefragt, ihnen zu helfen bei Konferenzen. Meistens sind sie dabei, neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen oder neue Märkte zu erobern? Und da geht es ja in erster Linie darum, eben neue Beziehungen aufzubauen und ganz wichtig dabei, ihr das Vertrauen aufzubauen und das eben zwischen verschiedenen Kulturen. Und da fängt es dann schon an, sobald ich in die Welt rausgreife, Claudia, muss ich. ich sehe noch die Stadtfolie. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Ich sehe noch die, deswegen grätsche ich jetzt mal kurz rein. Also Ja, das ist gut. wir haben noch also wir sehen noch die ganz normale PowerPoint-Ansicht, wo links die Folien sind. Hast du zwei Bildschirme? Das ist dann auch. Jetzt. Ja, Ich genau. habe nur einen, also gut. Okay. Fange ich nochmal hier an. Genau. Sobald man in die Welt rausreicht, muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Kommunikation anders funktioniert. Also da geht es nicht nur um Sprache, also andere Sprachen, sondern es geht eben auch um die anderen Kulturen, andere Gepflogenheiten, andere Gewohnheiten auch. Und es gibt manchmal in Deutschland kommt, ist die eierlegende Wollmilchsau. Und die kann man halt als Deutscher einfach mal so kurz erwähnen und alle wissen, was damit gemeint ist. Und wenn man das eben einem breiteren Publikum zufügen möchte, dann muss man es erklären. Also man muss das Konzept dahinter erklären. Und es gibt da ganz witzige Sachen. In jeder Sprache gibt es halt bestimmte Begriffe, die ganz viel ausdrücken. Und zum Beispiel in Finnland gibt es ein Wort, das beschreibt den Zustand von, man sitzt alleine in der Unterhose zu Hause und trinkt eine Dose Bier. Und ja, wenn man sowas eben einfach in Finnland so sagt und alle wissen, was gemeint ist, dann muss man es erklären, sobald man mit jemand anderem zu tun hat. Und da gibt es natürlich noch viel kompliziertere Konzepte und vor allem im Geschäftsleben gibt es da viel, was alle für selbstverständlich halten, was aber nicht immer so ist, was in anderen Kulturen anders aufgefasst wird. Da fällt mir vor allem ein Punkt ein und das ist Feedback geben. Da ist es so, dass also ich spreche jetzt aus der Sicht des Englisch-Dolmetschers, im anglophonen Raum ist es ganz normal oder es wird erwartet, dass wenn man Feedback gibt, dass man erstmal zwei, drei positive Punkte sagt. Und dann bringt man die Kritik an.
Und wenn man das nicht macht, also wenn man das so macht, wie wir das in Deutschland gewöhnt sind, man fällt mit der Tür ins Haus und sagt einfach direkt raus, was einen stört, dann kann das eben ein richtiger Affront sein. Also es geht so weit, dass die Leute ihre Sachen zusammenpacken und gehen. Und es ging mir auch am Anfang meiner Karriere mal so, dass ich mit einer Kundin in den USA war. Sie wollte sich bei internen Mitarbeitern erkundigen, wie das neue Produkt ankommt. Und dann haben die ihr natürlich erstmal 2, 3 positive Sachen gesagt und dann die Kritik angebracht. Und die hat sie aber gar nicht mehr gehört, weil sie sich so gefreut hat über das Positive, was sie gehört hat, dass sie die Kritik völlig überhört hat. Und wir sind dann weitergegangen und sie hat dann auf dem Weg gesagt, ja, das ist ja super gelaufen, ich freue mich, dass das so gut ankommt. Und dann musste ich sie eben darüber aufklären, dass das nicht so ist, dass es gar nicht gut ankommt. Und sie hat es einfach nicht gehört. Also das sind Sachen, die muss man da beachten, wenn man mit anderen Kulturen unterwegs ist. Und das Gegenteilige ist auch der Fall. Also zum Beispiel Motivationsveranstaltungen funktionieren auch ganz anders. Da habe ich das Beispiel, da war ich bei einem deutschen Maschinenbauunternehmen. Das wurde aufgekauft von einem großen amerikanischen Unternehmen und die neue Geschäftsführung hat als allererstes so eine Willkommensveranstaltung organisiert und wollte die Mitarbeiter motivieren und das war so eine richtige Chaka-Veranstaltung. Sollte alle mitnehmen, hat aber dazu geführt, dass die Deutschen sich erstmal irritiert angeguckt haben und dann fing es mit Witzen an und die konnten ihre neuen Chefs gar nicht richtig ernst nehmen und es hat dann noch eine ganze Weile gedauert, bis die wirklich gute Geschäftsbeziehungen aufbauen konnten. Mhm. Claudia, noch mal ein Hinweis. So geht's also, auch. Wir sehen, du bist nicht im Präsentationsmodus. Einer hat geschrieben F5, dann müsste es vielleicht gehen. Also ich weiß ja, was dir lieber ist, wie du lieber präsentierst. Du links die Folien sehen möchtest. Ja, genau. Ich hatte das vorher auf dem Präsentationsmodus und dann habt ihr es nicht gesehen, aber ich kann nochmal probieren. Probier nochmal, ob das jetzt geht. Oben links ab der aktuellen Folie. Warte mal. Ja, genau, so hatte ich das vorher auch gemacht. Jetzt aber probier nochmal. Vielleicht. Seht ihr jetzt Bedeutung und Intention? Ja, aber wir sehen aber alles andere noch. Ja, dann lass es so. Komm, dann mach weiter. Wir haben links die Folien auch noch, aber ich denke, es ist groß genug, ne? Okay, sorry für die Störung. Okay. Also Bedeutung und Intention. Mhm. Es geht also für die Dolmetscher darum, die Bedeutung und also die Botschaft rüberzubringen und nicht Wort für Wort zu übersetzen. Und das ist der große Unterschied, weil sonst könnte man da ja eigentlich auch DeepL hinsetzen, das spricht. Das würde dann funktionieren, aber so geht es eben nicht, sondern wir übermitteln die Botschaften und ganz wichtig die Intention der Redner, damit wir eben auch, also damit auch das gewünschte Ziel erreicht wird. Das habe ich auch in meinem Logo mit aufgenommen. Da steht dann much more than words, weil es wirklich auch ganz anders ist. Also wir analysieren das, was wir hören und wir bringen es dann so rüber, dass es auch so ankommt, wie es gemeint ist. Und der größte Unterschied zwischen Übersetzen und Dolmetschen ist, dass die Übersetzer schreiben und die Dolmetscher sprechen. Und da hat mich auch ein Kunde angerufen und hat gesagt, Frau Schaffert, da kommt jetzt so demnächst eine Delegation und wir brauchen ganz dringend einen Synchronübersetzer oder die das halt gleichzeitig machen. Und dann hat er gesagt, Frau Schaffert, Sie wissen doch, was ich meine. Und er meinte natürlich ein Dolmetscher. Und genau, was auch noch ganz wichtig ist, die Dolmetscher, man sieht es da auch auf dem Bild. Und es ist auch ganz lustig, wenn man in die Kabinen guckt, wie gestikulieren immer ganz wild, weil das nämlich dabei hilft, die Botschaft richtig rüberzubringen, auch wenn man nicht gesehen wird. So, und wie gelingt es jetzt auf globaler Ebene? Was kann man da machen, damit die Kommunikation besser funktioniert? Da muss man auf jeden Fall Brücken bauen, damit man alle mit an Bord nimmt, dass alle wissen, um was es geht und dass sich auch alle angesprochen fühlen. Und meiner Meinung nach funktioniert es am besten, wenn man das in möglichst vielen Sprachen macht. Also vor allem auch für den Rednern die Möglichkeit gibt, in ihrer Muttersprache was zu erklären, weil das viel lebendiger ist. Es gibt natürlich Englisch und ich freue mich sehr, dass immer mehr Leute gut Englisch sprechen. Das wird als die Lingua Franca bezeichnet und ich war früher auch ein großer Fan von Esperanto. Also ich fand die Idee, dass es eine Sprache gibt, mit der sich alle verständigen können, das fand ich ganz toll. Und das funktioniert ja jetzt mittlerweile mit Englisch auch ganz gut. Mhm. Das heißt dann International English. Aber also man kann damit sich verständlich machen und es gibt ja auch viele Leute, die im Ausland schon gutes Englisch gelernt haben.
Allerdings gehen da die Feinheiten ganz oft verloren. Also die Feinheiten und vor allem die Eloquenz. Also zum Beispiel war ich letzte Woche bei einem Think Tank und da ging es um die EU-Initiative für das neue europäische Bauhaus. Und da war ein sehr erfahrener Stadtplaner dabei, der seinen ersten Beitrag auf Englisch gehalten hat. Und er konnte auch sehr gut Englisch. Aber man hat gemerkt, dass er sich konzentrieren muss und es war so ein bisschen steif. Also weil er es nicht so ausdrücken konnte, wie er es eigentlich wollte. Das ist nochmal ein altes Zitat von Willy Brandt. Claudia, ich sehe Bedeutung und Intention, Folie 7. Sorry. Ah, das liegt immer noch an dem... Seht ihr es jetzt? Jetzt in einer... Ja, genau. Ja, genau. Ja, das liegt am Bildschirmmod. Also gut, ich lasse es jetzt einfach so. Und, ja, lass mal so. Genau. Bei dir ist was anderes als im Zoom. Komisch, okay. Ja, mach ja, mal komisch. So weiter. Genau, also ich hatte hier die Lingua Franca, das Englisch und... genau, bei diesem Think Tank letzte Woche war das dann auch so, dass der Stadtplaner in der Kaffeepause erfahren hat, dass wir ja in beide Richtungen dolmetschen und dann war er ganz erfreut darüber, dass er jetzt seinen zweiten Beitrag auf Deutsch halten kann und auf einmal sprühte das und die Ideen sprudelten so aus ihm raus und es war alles viel lebendiger. Und das hat man auch daran gemerkt, dass andere Teilnehmer sich dann später viel mehr auf seinen zweiten Vortrag bezogen haben. Also das ist einfach viel mehr hängen geblieben, weil es authentischer rüberkam. Genau, und welche Vorteile bieten jetzt die neuen Veranstaltungsformate? Der Thomas hat ja vorher schon darüber gesprochen, dass das mit Einsatz der Pandemie, also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, das war ein Freitag, der 13. Das war für mich der schwarze Freitag, weil ich war... also für das gesamte Jahr ganz gut ausgebucht. Und dann an einem Freitag wurden alle Veranstaltungen abgesagt, weil ja, es ging einfach gar nichts mehr. Und alle hatten auch Angst, dass sie viel Geld verlieren, weil ja auch schon viel geplant war. Und bevor man jetzt die Mieten für Konferenzräume zahlt und so, wurde einfach alles abgesagt. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis die Leute sich irgendwie umorientiert haben und geguckt haben, was gibt es denn für Möglichkeiten. Und dann ging es weiter. Also es gab die ersten Online-Veranstaltungen und da habe ich damals für die Messe Stuttgart gedolmetscht und die Presseabteilung dort hat festgestellt, dass sie plötzlich viel mehr Leute erreichen, also viel weiter erreichen konnten. Also sie konnten mit viel mehr Journalisten sprechen, als sie jemals hätten einladen können. Und dann gab es nochmal neue Veranstaltungsformate. Es gibt dann jetzt auch Meetings, wo man seinen Avatar hinschicken kann. Und das funktioniert immer besser. Also es steckt alles noch in den Kinderschuhen, aber es funktioniert immer besser und man kann das natürlich dann auch mehrsprachig machen und dolmetschen. Und das haben wir auch beim Digital Breakfast gemacht, als der Dirk Hartl da war und über Digital Supply Chain gesprochen hat. Da habe ich die Veranstaltung gedolmetscht und das hat ganz gut funktioniert. Mhm. Das Einzige, was dann immer fehlt, sind halt die Kaffeepausen, in denen man sich am meisten austauscht. Das ist ein bisschen schade. Andererseits gibt es dann auch dieses Rechenbeispiel, das hat mir mal ein Eventmanager erzählt. Ab einer Veranstaltung von 100 Teilnehmern kosten zwei Dolmetscher inklusive Kabine und dem Techniker genauso viel wie die Kaffeepause. Das heißt, wenn man jetzt online was macht und die Kaffeepause spart, dann könnte man das in die Dolmetscher investieren. Genau, was sind jetzt die Herausforderungen? Wo liegen die Chancen? Also die größte Herausforderung, und das war aber auch schon vorher so, ist die Qualität. Also man muss Dolmetscher finden, die das auch können. Dolmetscher ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Also jeder, der eine Fremdsprache spricht, kann sich Dolmetscher nennen. Und deswegen sollte man darauf achten, dass da möglichst die Leute gut ausgebildet sind. Also Konferenzdolmetschen ist ein Masterstudiengang. Also man sollte darauf achten, dass die Leute studiert haben. Und dann gibt es noch zwei Berufsverbände, das ist der VKD in Deutschland, also Verband der Konferenzdolmetscher. Und die AIG ist ein internationaler Verband, steht für ganz hohe Qualität und die haben auch einen Verband in Deutschland, AIG Deutschland. Und Mitgliedschaften in den Verbänden, die zeugen auf jeden Fall von Qualität. Da haben die Mitglieder auch einen Ehrenkodex unterschrieben. Das heißt, so Sachen wie Vertraulichkeit und so sind da geklärt. Dolmetschen ist ziemlich anstrengend, also simultan Dolmetschen, vor allem bei Konferenzen, wenn es schnell ist und dicht. Und mein Kollege vergleicht es immer mit Vollgas auf der Autobahn fahren, was ich ein gutes Bild finde, weil das kann man mal für eine Weile machen, aber man kann das eben nicht stundenlang machen. Und so ist es bei uns auch, deswegen sind wir immer zu zweit.
Also alles, was länger, Fachvorträge, die länger als eine halbe Stunde oder sagen wir dreiviertel Stunde Maximum gehen, da muss man dann zu zweit sein. Und der zweite, der guckt eben, dass nichts passiert. Also schreibt Zahlen und Namen und guckt auch mal ein Fachwort nach. Also wir unterstützen uns da gegenseitig. Das sind meistens im Zweierteam. Eine weitere Herausforderung ist der Ton. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gemerkt. In einer Videokonferenz, wenn die Leute kein Headset tragen, dann klingt es manchmal wie unter Wasser. Da war ich bei einer Veranstaltung, wo in 6 Sprachen gedolmetscht wurde und aus allen Kabinen, egal ob Portugiesisch, Italienisch, Französisch, überall kam, der Ton ist zu schlecht, die Dolmetscher können das nicht verstehen, wir können es nicht dolmetschen. Und das ist dann schade, wenn es dann nur daran liegt, dass jemand kein Headset getragen hat. Und das zweite ist das Bild. Also ein Großteil der Kommunikation passiert nonverbal. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass wir das Bild sehen, weil wir müssen immer schon antizipieren, was kommt, damit wir das auch simultan hinbekommen. Und deswegen ist wichtig, dass wir zumindest einen Bildschirm haben oder also bei einer Live-Veranstaltung die Redner sehen. Genau. Und dass das Ganze vorwärts geht, da freue ich mich total drüber, dass der Thomas auch so schnell war, das alles umzustellen und dass das Digital Breakfast sofort online stattgefunden hat. Also das war, du warst mit einer der Vorreiter, der sich da getraut hat, finde ich. Also eine große Chance ist, dass man viel mehr Leute erreichen kann als vorher, wenn man das online macht. Und Sprachexperten können dann natürlich unterstützen. Der Vorteil ist, dass die Bühne immer noch den Rednern gehört. Die Dolmetscher sind im Hintergrund, werden nicht gesehen. Und es geht hauptsächlich darum, die Expertise der Redner in den Vordergrund zu stellen und eben gute Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Damit verhindern wir dann Missverständnisse. Also da müssen sich die Redner da nicht drum kümmern, sondern das ist die Aufgabe der Dolmetscher, zu gucken, dass alles richtig verstanden wird. Und Dolmetscher können auch schon im Vorfeld helfen bei der Planung. Also wir waren schon bei so vielen Konferenzen, dass wir genau wissen, wo es halt haken kann und was man vorher beachten muss. Also auch wenn man die Agenda aufstellt und wenn man es entsprechend macht, kann man sich auch viel Geld sparen. Und deswegen lohnt es sich, die Dolmetscher auch schon gleich am Anfang mit einzubeziehen. Genau, das war es jetzt erstmal soweit. Der Boris schreibt, aber amtlich zugelassen. Gibt es das? Gibt es das amtlich? Amtlich, also es gibt staatlich geprüft, also das habe ich auch. Mhm. Allerdings ist es kommt darauf an, für was man den Dolmetscher braucht. Also ich habe als staatlich geprüfte Dolmetscherin hauptsächlich Schulungen gedolmetscht, in denen man auch nachfragen konnte, wo es eben nicht so drauf ankam, wo es auch nicht auf das Simultane so sehr drauf ankam. Staatlich geprüfte Dolmetscher haben meistens nicht studiert. Also Konferenzdolmetschen ist die Königsdisziplin und die haben alle studiert. Er hat jetzt gerade noch ergänzt, aber amtlich zugelassene von Gerichten. Ah ja, genau, das ist, wenn man dann vor Gericht beeidigt ist, das bin ich auch. Das hat aber auch nichts mit der Ausbildung zu tun. Also da wird die Ausbildung wird nicht groß abgefragt, sondern man schwört vor Gericht, dass man alles nach bestem Wissen und Gewissen dolmetscht. Ja, super. Jetzt sind wir schon hier ein bisschen direkt im Dialog. Also ich finde es, für mich ist es quasi ein Wunder. Also für mich ist es unglaublich, aber es gibt ja viele solcher Disziplinen und ich finde das Konferenzdolmetschen ist schon irgendwie großes Kino und ich habe das ja auch live mitbekommen. Es ist ja nicht so, wenn wir jetzt so ein Digital Breakfast machen, dann, ich sag's mal so ganz flapsig, dann macht es der Konferenzdolmetscher oder Dolmetscherin ja nicht aus der kalten Hose, ja, sondern ich erinnere mich noch, da hat die Claudia dann gesagt, ja, was hast du für Materialien von dem Speaker? Dann hat sie sich den Podcast angehört, dann hat sie sich das Teaser-Video angehört, um auch einfach den Speaker ein bisschen kennenzulernen. Dann hat sie die Publikationen noch gelesen. Ist natürlich auch wichtig wegen den Übersetzungen. Ich glaube, das ist schon richtig Arbeit. Also nicht nur das, was man dann sieht. Also bei uns ist es ja dann gerade mal in Anführungszeichen eine Stunde. Ja, aber Vor- und Nachbereitung
glaube ich, ist schon enorm. Und ich habe da natürlich auch spaßeshalber, wo wir den Test gemacht haben, habe ich natürlich auch mal umgeschaltet. Ja, also man kann dann, wenn man das Zoom zum Beispiel so eingerichtet hat, kann man den Sprachkanal wechseln und kann dann sagen, mit oder ohne Original im Hintergrund. Ja, also fand ich schon sehr, sehr komfortabel. Und ja, also das, was wir jetzt vorhaben, also Thema internationale Reichweite, also das wird einer der nächsten Steps sein. Sobald wir das natürlich auch, man muss es ja auch finanzieren, ist ja auch klar, aber sobald wir das irgendwie machen können, wird es das Digital Breakfast in Deutsch und in Englisch geben. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ja. Ja, wie ist eure Erfahrung? Ich meine, die Welt hat sich ja dann doch weitergedreht bei der Pandemie. Also ich kenne große Organisationen, ein paar Hidden Champions, die sind sogar den Weg gegangen. Die haben gesagt, wir haben sonst alle 2 Wochen ein Vertriebsmeeting. Die haben alle 2 Tage ein Vertriebsmeeting gemacht per Teams. Ganz einfach so immer den Status. Ja, und haben halt den Vertrieb, also auch international, haben den Vertrieb dann immer quasi informiert. Also was ja ganz wichtig war, wie ist die Liefersituation, geht noch was raus, kommt es an und. Und das wurde von den Kunden, wurde das sehr, sehr gut aufgenommen. Ja, also und dann hat man eine Zeit lang überlegt, ob man dann von dem Modus weggeht. Und dann hat man sich aber dann doch dazu entschieden, solange noch nicht alles wieder im ruhigen Fahrwasser ist, macht man das weiter. Und das ist natürlich schon eine Sache, ja. So eine Taktfrequenz dann auch international hinzukriegen, ja. Also Hut ab, ja. Ja, da ist mir auch schon aufgefallen, dass die Meetings kürzer werden. Also es ist dann nicht mehr einen ganzen Tag oder 2 Tage, weil die Leute anreisen müssen, sondern es ist kürzer und es kommt trotzdem mehr dabei rum. Mhm. Hat man so den Eindruck. Mhm. Also ich kann ja, der Alexander möchte was sagen. Ja, ich musste spontan an Schulz von Thun denken. Kommunikation. Und ja, das geht natürlich schon ein bisschen verloren. Also ich hatte das Glück, beruflich in Brasilien, USA und auch viel in Asien unterwegs zu sein und dort im Feld. Das heißt, also ich bin Ingenieur, aber ich hatte dort mit Endkunden zu tun, die meistens irgendwo als Landwirte arbeiten. Und wenn man das sieht, allein schon Körpernähe, Körperkontakt, der Texaner, der eigentlich immer mit 2 Meter Abstand steht, und der Inder, also die in einer Packungsdichte in einem Bus stehen, völlig normal und auch so natürlich im Alltag miteinander umgehen, die man in Europa so nie haben würde und auch nicht haben wollen würde. Und deswegen fand ich das Zitat von Willy Brandt sehr gut. Und das macht man sich zu wenig bewusst. Und ich glaube, dass es da einen ganz großen Auftrag gibt, wenn man so etwas sehen kann als dritte Partei, die sich eben mit Kommunikation beschäftigt, daran zu arbeiten, das zu minimieren. Ne? Mhm. Ja, genau. Wir haben auch Freunde aus Finnland neulich erzählt, dass die Abstandsregeln in Frankreich, wo wir uns getroffen haben mit 1,50 Meter, dass sie das fast schon eng finden. Ja. Und das macht man sich gar nicht so klar, weil die Welt so voller Vorurteile ist. Und beliebt ist natürlich immer, als in Deutschland zu sagen, ja, die Chinesen. Und dann findet man auch, ja, die haben eine viel schlechtere Ausbildung als Ingenieure und das ist alles viel schlechter da. Und bei den Chinesen natürlich genauso die Deutschen. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, A, sich zu begegnen und B, dort für gute Kommunikation zu sorgen. Mhm. Vielen Dank für den Vortrag, fand ich super. Mhm. Also das, ich glaube, das geht auch, man sagt das immer, Dolmetscher, das, was Claudia ja gesagt hat, das Interkulturelle und sie hat auch bei uns, wo wir uns vorher auseinandergesetzt haben mit dem Thema, hat sie auch gesagt, für sie ist es ganz, ganz wichtig, dass sie den Speaker auch sieht, ja, also und idealerweise, wenn man jetzt zum Beispiel eine größere Veranstaltung macht, dann, was sie auch dann gemacht hat, war das so, dass die Dolmetscher dann quasi in Sichtweite von den Speakern sind, ja, dass sie einfach die ganze Körpersprache, Mimik, Gestik und so weiter auch interpretieren können, ja, und sie hat mir dann auch was erzählt, die versuchen dann auch, die Guten versuchen dann das auch zu spiegeln, ja, also auch von der Betonung her und so weiter, ja,
quasi den Original-Speaker, genau. Genau, das ist ganz wichtig, dass es so rüberkommt, wie es eben im Original auch gemeint ist und dass die gleiche Stimmung auch dabei rumkommt. Und das ist ja allein schon schwer zu wissen, was überhaupt gemeint ist, ne? Genau. Also es hilft, wenn der Redner es weiß. Die Simone hat noch hat die Hand gehoben. Ja, genau. Und das passt jetzt auch richtig gut. Diese Frage, also meine Frage ist eben auch, ne, wie machst du das dann? Oder wie macht ihr Dolmetscher das dann generell, dass ihr sagt, okay, wir übersetzen das auch so, wie der das meint? Also das ist ja schon auch, ja, also es würde mich interessieren, wie ihr da vorgeht, ob das Übung braucht, ob es auch schon mal schiefgegangen ist. Wenn du da nochmal 2, 3 Beispiele nennst, das würde mich interessieren. Ja, also ganz wichtig ist natürlich, dass wir vorbereitet sind und wir wissen ja vorher, wer die Redner sind und gucken uns das an. Wenn es berühmte Redner sind, gibt es da sogar YouTube-Videos. Wir recherchieren halt auch den Hintergrund, wo kommen die her? Also manchmal auch politische Ausrichtung. Für was stehen die? Für welche Werte stehen die? Was ist denen wichtig? Und wenn es geht nicht immer, weil bei großen Konferenzen ist es manchmal schwierig, aber wenn es geht, versuchen wir vorher noch ein paar Worte mit denen zu reden, allein um einen Eindruck zu bekommen, was das für Menschen sind, und dann können wir uns besser einfühlen. Also so in der Vorbereitung liegt es eigentlich, dass wir dann wissen, worauf es rausgeht. Und natürlich, dann müssen wir Bescheid wissen über die Ausrichtung der Firma, über die Ziele, über was will man eigentlich mit der Konferenz überhaupt erreichen und so. Das kommt da alles mit rein. Aber im Sinne, Claudia, vom Konstruktivismus, und jeder hat ja seine Realitäten, also spiegelst du es ihm dann wieder und sagst, also dafür bleibt ja gar keine Zeit beim Dolmetschen. Also hast du das so und so gemeint? Ja, da bleibt leider echt, bei den Konferenzen bleibt da keine Zeit, weil wir halt auch nicht nachfragen können. Und wenn dann was unklar ist, dann hat man halt immer noch den anderen, also den Co-Dolmetscher, der daneben sitzt. Und wenn ich jetzt völlig auf dem falschen Pferd wäre, also wir müssen ja immer antizipieren und uns reinfühlen. Und wenn ich jetzt da völlig falsch liegen würde, dann wird das mein Kollege merken. Also der würde dann irgendwas aufschreiben oder würde sagen, Moment, es geht jetzt in die falsche Richtung. Und dann kriegt man meistens noch die Kurve. Und ganz selten kommt es vor, dass wir es gar nicht wissen, was die meinen. Und dann müssen wir es halt so stehen lassen, weil dann gehen wir davon aus, dass auch das deutsche Publikum nicht weiß, was da gemeint ist. Ja gut, also ich denke schon, die Vorbereitung ist da das A und O. Also ich weiß gar nicht, wie das bei großen Konferenzen ist. Ich kenne das so, bei manchen muss man sogar vorher so ein Rednerskript abgeben. Ja, das wäre natürlich sehr hilfreich. Also das finde ich auch, ist natürlich für den Redner dann auch nicht ganz so einfach, ja, weil es gibt ja welche, die bis zum letzten Tag oder bis zur Nacht davor noch Korrekturen machen. Ich denke, das wird dann auch in den meisten Fällen vielleicht zugelassen. Aber ich selber stand mal bei Intel in Rom mit auf der Bühne und wir mussten unseren Vortrag inklusive Skript 2 Wochen vorher einreichen. Ja, also ganz hart. Da gab es dann auch ein 300-seitiges CI-Papier, wie das Logo auszusehen hat, wie die Folien. Also es ging dann nochmal durch so ein Redaktionsteam, ja. Also ich würde definitiv auch zu den Leuten gehören, die dann die Präsentation auf den letzten Drücker einreichen oder vielleicht sogar noch auf dem Weg zur Konferenz Änderungen vornehmen würde. Und deswegen kann ich das total gut nachvollziehen, dass es nicht möglich ist. Und ich sage meinen Kunden immer, es wäre schön, wenn wir was bekommen oder auch Manuskripte sind natürlich super. Aber dadurch, dass wir das ja nicht Wort für Wort machen, reicht uns auch einfach nur so ein grober, ein Überblick. Also es geht ja eigentlich nur darum, dass wir wissen, wo geht das Ganze hin, und wir hängen uns nicht an den einzelnen Formulierungen auf. Aha. Also die sind dann völlig belanglos für unsere Vorbereitung, weil wir sowieso drumherum recherchieren. Wir müssen eben nur wissen, um was es geht, und deswegen sind auch so Vorabzüge, die dann nachher völlig anders formuliert werden, auch okay. Also wir nehmen alles, was wir kriegen können vorher, um halt uns ein möglichst gutes Bild zu machen. Also vielleicht noch eine
Auch noch, also jetzt meine Frage, die anderen können natürlich gerne auch noch mal Fragen stellen und auch Anmerkungen. Der Boris hat ja noch mal gesagt, zu den Gerichten stimmt nicht. Manche haben auch hier studiert. Ja, klar, die haben studiert, aber ich habe es so verstanden, die müssen halt dann noch mal eine spezielle Prüfung machen. Ja, du hast ja gesagt, mit dem vor Gerichten, wie das aussieht, da musst du halt dann beeiden, dass du das nach bestem Wissen und Gewissen machst. Also genau. Gut, die der Alexander hat nochmal die Hand gehoben. Die Alexandra, genau, hat nochmal die Hand gehoben. Die war doch auch vorhin da, ja. Wie gehst du mit Parteinahme um? Das finde ich auch schwierig. Also, dass man nicht den Überbringer der schlechten Nachricht brandmarkt oder einfach du, also derjenige, der Empfänger, bekommt ja die Nachricht von dir. Das spielt ja sicher auch irgendwie eine Rolle, oder? Genau, also wir reden ja immer in der Ich-Form, so, also wir nehmen uns als Person völlig raus und reden, als ob wir der Redner wären. Und wenn es jetzt um Eigennamen geht, also Parteinamen zum Beispiel, hast du vorher gesagt, also dann bei der, ja, müssten wir jetzt bei der CDU oder bei der SPD sozusagen sagen wir den Namen der Partei und dann, was das, welche Entsprechung das dann in England wäre. Also ich würde es dann für England machen. Bei SPD sagen, das entspricht der Labour-Partei oder so. Ach so, nein, ich meine, also wenn es jetzt mal hart hergeht in der Verhandlung und du überbringst eine schlechte Nachricht im Auftrag des Sprechers, dann bist du ja derjenige, der sie ausspricht. So meinst du das, ja, und genau. Ich glaube, dass der Empfänger, das kann man wahrscheinlich im Alltag nicht immer trennen dann in so einer schwierigen Situation. Genau, also wir sprechen immer in Ich-Form und ist ein bisschen blöd, wenn der Redner ein Mann ist und ich dann als Frau spreche. Das ist ein bisschen, stört vielleicht ein bisschen. Ich habe es aber auch schon erlebt. Ich saß am Tisch mit zwei Top-Managern, die sich wirklich gestritten haben und ich saß als die Dritte dabei und ich musste dieses Ping-Pong hin und her dolmetschen und die haben irgendwann vergessen, dass ich da war. Also die haben das dann ganz genau so verstanden, wie sie es verstehen sollten und haben mich gar nicht mehr gesehen. Also eher gering die Gefahr, ja. Also das wird irgendwann, also am Anfang ist es immer ein bisschen holprig und dann, wenn es sich eingespielt hat, dann merken die gar nicht mehr, dass da jemand dazwischen ist. Okay, cool. Vielleicht noch eins, was, denke ich, interessant ist. Vielleicht hast du noch ein Beispiel, wo du gesagt hast, dass die Konferenz abgesagt wurde und dann hat man sich überlegt, man macht doch eine. Und vielleicht gehst du dann nochmal auf das Thema Reichweite. Vielleicht kannst du nochmal die Story nochmal ein bisschen ausschmücken. Das fand ich nämlich sehr, sehr interessant, ja. Ja, also bei der Messe Stuttgart war das auch so. Mhm. Die mussten ja alles absagen, weil dann es so strenge Regeln gab und auch die Reisebeschränkungen. Also vor allem die Journalisten konnten dann nicht mehr kommen. Und eine der größten Veranstaltungen, die dann im Januar dieses Jahr wieder stattgefunden hat, war die CMT, also die Caravan Motor Touristik Messe. Und da gibt es immer eine begleitende Konferenz, bei der stellen die Hersteller dann ihre Neuigkeiten vor. Und normalerweise geht es ja bei der Messe auch darum, dass man das anfassen kann, aber die Konferenz ist sowieso immer unabhängig davon. Mhm. Und die ist hauptsächlich für Fachpublikum und für die Presse. Und die hat dieses Jahr auch wieder stattgefunden und es war unglaublich. Also es gab ganz strenge Auflagen. Wir wurden alle natürlich getestet, bevor wir da rein sind. Wir durften dann das Gebäude auch nicht mehr verlassen. Also es war dann wie eine geschlossene Gruppe. Und es waren nur die Redner, der Moderator und eben das ganze Kamerateam und Tonteam und wir als Dolmetscher waren da. Und wir mussten auch in getrennten Kabinen sitzen. Also normalerweise sitzen wir zu zweit in einer Kabine und da war das so, jeder musste in einer einzelnen Kabine sitzen. Also es war ziemlich aufwendig vom Setting, aber man hat eben dann gemerkt, dass die konnten viel mehr Leute erreichen, weil nicht jeder Journalist sich das immer leisten kann, dahin zu reisen. Und so konnten die sich halt auch zum Beispiel nur für die Slots, für die sie sich interessiert haben, einloggen. Und insgesamt war die Reichweite viel höher, als wenn das in Präsenz nur vor Ort gewesen wäre. Also ich denke, ich war jetzt auch letzte Woche wieder offline unterwegs mit allen Widrigkeiten, ja, mit Staus und so weiter. Ich hatte schon fast vergessen, was es bedeutet, ja. Und ich meine, wir werden das ja auch hier erleben im Digital Breakfast. Wir wollen ja auch in Richtung Hybrid gehen. Und ich glaube, die Mischung macht es einfach, ja. Also wir werden vielleicht machen wir auch mal reine Offline-Veranstaltung. Ich weiß es nicht. Also wir werden auf jeden Fall wieder Präsenzveranstaltungen machen mit Übertragung, ohne Übertragung und
Das kam jetzt auch schon mal so ein bisschen raus. Ich war dann am Wochenende auch noch bei einer Veranstaltung, war ich eingeladen. Und da kam dann auch raus, also Präsenz, ja, Präsenz auch nach einem Jahr haben die sich wieder getroffen. Und da kam auch ganz klar raus, da hat einer gesagt, ja, für ihn ist das 50% der Veranstaltung des Erfolgs, sind quasi die Vorträge. Und 50% sind für ihn die Pausen und der Abend und das Networken und das Reden mit den Leuten. Ja, und das darf man absolut nicht aus dem Blick lassen. Ja, und ich denke, das dann noch zu erweitern, ja, kann kein Fehler sein, ja. Aber ich denke, man muss auch noch in alle Richtungen offen sein. Ja, vielleicht macht man auch mal eine Präsenzveranstaltung dann, wie gesagt, zweisprachig oder so. Ja, also kann ich mir alles sehr, sehr gut vorstellen, weil es einfach auch neue Möglichkeiten gibt. Und also ich denke, es ist ein spannendes Instrument. Und was ich jetzt bei mir zum Beispiel auch selber jetzt schon erlebt habe, letzte Woche war auch eine Veranstaltung von einem Hersteller, 2 Tage. Und da hätte ich jetzt nach Polen reisen müssen, ja. Und dann habe ich dann angefragt, ob sie das Hybrid machen. Ja, haben sie jetzt leider nicht. Das heißt, ich bin dann halt erst bei der nächsten Veranstaltung, vielleicht im Vierteljahr oder so dabei. Also ich denke, das war für die keine kluge Entscheidung. Ja, so hätte ich dann mich mal einloggen können. Also ich sag mal, die Mischung macht's. Es kann ja auch sein, dass man bei der ersten Veranstaltung dann online dabei ist. Und wenn es einem so gut gefallen hat, dann ist man vielleicht dann in Zukunft dann Präsenz dabei. Ja? Also so könnte ja auch die Richtung sein. Ja, ja, da stimme ich dir auch absolut zu. Also ich glaube, die Kaffeepausen, das merkt man immer wieder, dass die Leute dann ja auch aus der Kaffeepause kaum zurückkommen, weil da das Netzwerken stattfindet. Aha. Und deswegen glaube ich auch, dass Hybridveranstaltungen in der Zukunft das Beste sind, weil dann können die Leute sich aussuchen, ob ihnen das Netzwerk wichtig ist, ob sie dann extra anreisen wollen. Und bei anderen Themen vielleicht ist es nicht so wichtig und dann können sie sich einfach nur online zuschalten. Also ich glaube auch die Hybridformate, die haben ganz große Zukunft. Mhm. Also unterstreiche ich. Ja, habt ihr noch Fragen? Jetzt ist er noch da. Also ich finde das, wie gesagt, ich bin total begeistert, weil ich auch, ich persönlich bin so ein bisschen der Sprachloser gewesen, sage ich jetzt mal. Hat sich ein bisschen geändert, nachdem ich die Angst verloren habe, ja. Und auch mit dem ganzen Körper kommuniziere, wenn ich zum Beispiel in Italien bin. Ich spreche kein Italienisch, aber meine Frau kann Italienisch und die sagt, ja, mach du das, du kannst es besser. Ist ein bisschen skurril, aber wir haben da auch schon witzige Erlebnisse gehabt. Also von daher ist es für mich, bin ich da mit voller Hochachtung dabei. Ich wage mal so eine kleine Analogie und ich glaube, das geht so vielleicht in die Richtung. Kannst du ja mal sagen, ob das stimmt? Also es gibt ja auch so dieses 10-Finger-Schreiben mit der Schreibmaschine, ja. Also wenn ich was diktiert bekomme, und dann ist es ja so, da gibt es so eine schöne Analogie, die sagt, der diktiert nicht über den Kopf, sondern man diktiert sofort in die Finger, ja. Also das Gehirn ist abgeschaltet. Und ich kann mir das so ein bisschen ähnlich auch wie dieses 10-Finger, weil das habe ich schon selber erlebt. Und ich kann mir das beim Dolmetschen so ähnlich vorstellen, ja. Also wenn ich groß denken muss, bin ich eigentlich zu langsam, sondern das kommt einfach raus. Ist das so, oder? Genau, also denken muss man schon trotzdem. Ja, aber... Also wir müssen ja auch analysieren, eben was gesagt wird, aber ich weiß, was du meinst. Also bei uns ist, also bei mir ist es auf jeden Fall auch so, dass das alles durch den Kontext funktioniert. Also ich bin dann da so richtig drin und ich schwimme sozusagen mit dem Redner mit. Und wenn mich dann aber zum Beispiel jetzt im privaten Umfeld, wenn mich mein Mann fragt, was heißt denn das und das? Also so als wandelndes Wörterbuch bin ich ganz schlecht, weil ich das tatsächlich immer im Kontext mache. Und weil ich eben nicht Wort für Wort übersetze, sondern die Bedeutung. Und das heißt, ich schwimme da mit und ich erzähle das dann einfach in der anderen Sprache. Und deswegen, das ist schon auch so ein Automatismus, der da mit dabei ist. Und ohne den würde es nicht funktionieren, weil es dann nicht simultan gehen würde. Ja, das stimmt. Ja, vielen, vielen Dank, Claudia. Was ich super spannend. Ich freue mich, dass wir das gemacht haben.
Ja, ich würde dann jetzt auch gerne den offiziellen Teil beenden. Und wir haben ja auch Kaffeetische, ja. Also das heißt, ich würde jetzt, wer noch Lust hat, ich kündige das immer vorher an, ja, wer noch Zeit und Lust hat, ich würde jetzt so Breakout-Sessions machen, immer mit 3 Personen, ja, wo ihr dann noch ein bisschen networken könnt, um einfach auch so dieses so zwischen der Veranstaltung auch ein bisschen zu fordern. Also ich würde dann jetzt starten für alle anderen, die dabei waren. Ich bedanke mich, schaltet euch wieder zu, bleibt gesund und munter und bis dann.